20. Was macht. Oh. Ja, wir müssen ja wieder reinkommen, also. Machen wir die einfach mal. Wenn wir sie haben, machen wir sie. Gib uns auch schnell einen Levelfortschritt. Simulation aktiviert. Wir sind bereit. Kann ich jetzt eigentlich ein Kleid drücken? Wie? Er ist da drüben, komm! Einfach nur verkloppen. Okay, cool. Ja, sagen. Drei Schützen, eine Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Was zum Teufel war das? Hat er Verstärkung angefordert oder was ist los? Halt's Maul! Er will uns nur rauslocken. Ach nein, keine Sorge. Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich mich anschleiche, kann ich sie überraschen und alle drei ausschalten, bevor sie wissen, was eigentlich los ist. Na dann. Let it rip. Hilf mir! Mann, ich hab ja gehört, dass du schnell bist, aber drei bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Ja, mach ich. Hey, ich wollte... Noch nicht. Ich brauche Zugriff auf die Konsole. Achso, Entschuldigung. Ist das hier die Konsole? Also wir brechen das jetzt, wir knicken Metall. Oracle. Der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. Na dann. Geh ich mal raus. Dum, 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 dum. Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Okay, na dann. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Interessant, wenn Chemikalien herstellt. Krass. Tim, ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Noch mehr prüfen. So, Wurfkonter. Schauen wir mal, was das Training uns sagt. Simulation aktiviert. Umzingelt ihn! Er kam aus dem Nichts! Dafür, dass du leidest. Bleib an ihm dran! Mal eine tolle Ledermaus. Fackelt ihn ab! Ich mach dich fertig, Batman! Los, mach Hackfleisch aus ihm! Ich überleg noch gerade, in welche Richtung. Ich hasse dich, Batman! Ich holst du ihn nicht! Lasst uns eine Fledermaus kriegen! Da red ich ihn mit dir!
her, die Hundfreak. Simulation abgeschlossen. Ich nehme an, in die Richtung des Gegners, aber ich bin mir nicht sicher. So, das haben wir. Wir machen die gerade noch fix. Simulation aktiviert. Wow, danke. Ich muss noch da irgendwie rein. Bleiben wir halt 60 Sekunden. So. Huiuiui, der war gerade knapp. Ausschalten. Ja, den noch und dann haben wir hier komplette Punkte verteilt. Simulation aktiviert. Verstehen, wie das Ganze funktioniert und was ihr von mir wollt. Simulation aktiviert. So. Das ist schon geil. Ganz schicke Idee eigentlich. Geil. So, dann schauen wir uns nochmal die Verbesserungen an. Wir gehen, am liebsten würde ich erstmal auf den Batsuit gehen. Weil das ist einfach, wir brauchen das. So. Wie viel haben wir denn? Wir haben, der kostet 2, wir haben 9 Punkte. Nahkampfangriff auf 50. Und da noch 3. Wir gehen bei Schießen noch wo rein. Gehen wir 1 zurück. Bettmobilwaffen, Bettmobil. Gut, ich kann alles. Ausrüstungseinsatz, Ausrüstungstechnologie, sofortiges Ausschalten. Ah, das ist das, okay. Beim Kampf. Zubetäubung brauchen wir nicht.
Na, warten wir mal. Gehen wir auf die Technologie. Das haben wir auch. Wunderbar. Und da geht's. Während des Gleitens. Ferngesteuerte Batterien. Naja. Alles easy. So, Chemicals. Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Wir sind jetzt auch, glaube ich, schneller als das Auto. Sieh dir deine Stadt an. Verlassen von denen, die in Angst flohen. Zerrissen durch die, die nirgendwo hinkommen. Wir fliegen einfach mal schnell rüber. Es ist fix gemacht dann. Und zum Glück ist diese Welt ja gerade nicht so groß. Was ist mit all dem Regen? Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Da gebe ich euch recht, Junge. Hat auf einmal vorgesorgt. Der Schlinge, er wusste, irgendwann fängt es an zu regnen. Irgendwann. Und dann bin ich vorbereitet. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Was? Komm schon, los! Kommt schon! Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Schon. Ist es. Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Stimmt's. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Zuerst muss ich die Anlage erkunden. Okay. Kein Wunder, dass er mich meint. Wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Das sind auch zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in T-30 Minuten.
Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Ah! Fühl mich nicht allzu gut. Es ist... Ich kann auf das Terminal zugreifen. Boah. Nee, das ist nicht mein Terminal. Das ist Terminal. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. XXXXX. Datenverbindung aktiv. Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Es ist Batman! Mach es einfach. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Ja, aber wer ist Arkham Knight? Du wirst nicht zwar, dass er jetzt wie das Spiel benannt wurde, aber wir wissen nicht, wer er ist. Ich habe von ihm auch noch nichts gehört. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Ich sollte zuerst die Einrichtung erkunden. Dann kann ich zum Auto zurück. Geil! Dieses Kampfsystem ist noch fantastisch, muss ich sagen. Es ist immer noch fantastisch. Da ist ein ID-Signal drin.